In wenigen Wochen findet in England ein Jahrhundertereignis statt. Es ist die Krönung von Charles III. Ja, und wie immer gibt es im Vorfeld Zoff. Und wie immer sind Harry und Meghan der Grund. Der berühmte Buckingham Palace Balkon. Bei offiziellen Veranstaltungen winkt die britische Königsfamilie von hier aus dem Volk zu. Das letzte Mal beim Thronjubiläum der Queen und das nächste Mal bei der Krönungszeremonie von König Charles III. Anfang Mai. Das wollen sich natürlich auch die Goodbye Royals Auswanderer Meghan Markle und Prinz Harry nicht entgehen lassen. Wochenlang hatten Fans spekuliert, ob sie überhaupt eingeladen sind. Ja, sind sie. Ob sie kommen, steht noch in den Sternen. Ein Insider verriet jetzt, das Paar will angeblich einen Platz auf dem Balkon des Buckingham Palace haben. Zum Winken. Vor allem Meghan hege den Wunsch. Das Problem? Dieses Privileg ist eigentlich nur noch arbeitenden Royals gestattet. Palast-Insider fürchten deshalb, dass der historische Moment für Charles in einem wilden Durcheinander enden könnte. Eigentlich hatten die Sussexes, also Meghan und Harry, dem Königshaus ja den Rücken gekehrt. Warum Meghan jetzt angeblich unbedingt auf dem Balkon dabei sein will? Ja, der Balkon. Immer wieder ist dieser Balkon Thema. Sie wurden ja schon einmal vom Balkon gestoßen quasi. Ja, weil sie da nicht mehr hingehören. Ja. Sie sind keine arbeitenden Royals mehr. Sie wollten diesen Schritt ganz bewusst aus dem Königshaus. Und trotzdem jetzt, wenn es um die Krönung geht, wollen sie natürlich wieder da oben stehen. Und ich lege mich heute fest, ich wette alles, was ich besitze, dass die beiden natürlich bei der Zeremonie dabei sein werden. Also, dass die beiden zur Krönung anreisen, das ist ganz klar. Das würde Meghan sich niemals entgehen lassen. Nein. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie nicht auf dem Balkon stehen werden. Weil dann müsste man ja auch ganz andere Personen, die noch vor ihm ja stehen, auch in dieser Reihenfolge, müsste man ja dann auch auf den Balkon holen. Und das können sie nicht machen, weil dann platzt der Balkon irgendwann. Ja, nicht nur das, sondern es ist ja auch ein Zeichen. Ne? Es hat ja auch immer alles mit einem Zeichen zu tun. Und nach dem, was Harry gemacht hat, die ganze schmutzige Wäsche, die die beiden in der Öffentlichkeit gewaschen haben. Er hat ja wahnsinnig schlecht über Camilla gesprochen, auch in seinem Buch. Hat geschrieben, dass sie mit der Presse kollaboriert hätte und da irgendwelche Geschichten gespinnt, um ihm zu schaden. Dann hat er sich die ganze Zeit darüber beschwert, dass er irgendwie ja nur der Platzhalter ist, Spare, so nennt er es ja im Original. Und all diese Sachen und sein Vater, der nie richtig ein guter Vater sein konnte, all diese Sachen, die in den letzten Jahren da auch aufgekommen sind, mal ganz abgesehen von diesen fiesen Rassismusvorwürfen, die sie ja dann irgendwann selber so ein bisschen wieder zurückgenommen haben, ist da einfach wahnsinnig viel kaputt gegangen in dieser Familie. Und Charles zeigt ja schon auch harte Kante gegen die beiden gerade. Und ich glaube nicht, dass er diese harte Kante, dass er diese Linie jetzt verlässt und den beiden diese Tür wieder öffnet. Also mir ist Charles noch viel zu lieb mit den beiden. Ja? Also ich würde mir wünschen, er würde die Kante noch klarer ziehen. Inwiefern? Was genau würdest du dir da vorstellen? Er ist natürlich hin und her gerissen. Er ist Vater einerseits, er ist aber auch der König. Und er muss natürlich auch seine Frau schützen, die künftige Königin. Und er hat ja noch einen zweiten Sohn, den Thronfolger, Kronprinz William. Und Kate, die beiden ackern sich ja da zu Tode in London. Und Harry und Meghan haben ja auch kein gutes Haar gelassen an Kate und William. Und zwischendrin steht natürlich der König. Und auf der einen Seite will er natürlich seinen Sohn dabei haben, bei dem wichtigsten Moment seines Lebens, bei der Krönung. Andererseits muss er aber auch ganz klar zeigen, dass er sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt von den beiden. Ich meine, wie gesagt, die sitzen jetzt in Amerika, sie sind diesen Weg gegangen, sie schimpfen jeden Tag, kommt irgendwas Neues über das Königshaus und trotzdem wollen sie aber jetzt die Stargäste bei der Krönung sein. Und sie sind aber gar keine Stargäste, sie spielen einfach gar keine Rolle mehr. Naja, aber wir haben ja auch hier schon mal darüber gesprochen, dass er ja eigentlich gar nicht drum rumkommt, die beiden zumindest zur Krönung einzuladen, genau, weil sie eben Herzoge sind und die Herzoge spielen. Die ersten 20 der Thronfolge, die müssen alle eingeladen die werden. Und die Herzoge spielen auch bei dieser Zeremonie eine extrem wichtige Rolle und deswegen kommt man gar nicht drum herum, die beiden einzuladen. Und seine Entscheidung ist natürlich dann aber trotzdem, wer kommt auf den Balkon? Und die beiden, würde ich mich jetzt auch festlegen, kommen nicht auf den Balkon. Es gibt ganz klare Regeln. Sie haben da nichts verloren auf diesem Balkon. Das ist einfach genau, so. Genau, aber inwiefern würdest du dir denn jetzt wünschen, wo müsste er denn noch härter sein? Weil, wie gesagt,
sie nicht einladen zur Krönung, kann er einfach nicht. Nein, er muss sie einladen, das ist ganz klar. Aber wenn ich jetzt höre, was da aus England kolportiert wird, also wieder verhandelt wird jetzt hinter den Palastmauern und sie kommen, sie sagen, Meghan und Harry sagen, ja, wir kommen, wir wollen aber das, das und das haben. Und da muss ich sagen, die haben überhaupt keine Forderungen zu stellen. Die können froh sein, wenn sie dabei sein dürfen. Sie werden dabei sein, bin ich ganz sicher. Aber es gab ja jetzt auch die Geschichten aus England, also dass es darum geht, weil die Krönung findet ja am 6. Mai statt. Das ist der ja Geburtstag von Archie. Von Archie. Und Meghan würde darauf bestehen, dass zumindest in einer der Reden, die an diesem Tag gehalten werden, innerhalb des Familienkreises, dass dieser Sohn erwähnt wird. Es geht auch um die Prinzessin und Prinzentitel für die Kinder. Und die Kinder werden nicht dabei sein. Also die werden mit in London sein, so heißt es. Aber sie werden nicht dabei sein bei dem... Die sind ja noch nicht mal eingeladen, genau. So wie ich es verstanden Doch, die sind oder? Dabei, aber die sind einfach viel zu klein. Also du kannst die natürlich nicht stundenlang da bei diesem Gottesdienst dabei haben. Das halten die Kinder einfach nicht aus. Die sind viel zu klein. Aber diese Verhandlung, das geht mir schon wieder auf die Nerven. Also die sollen einfach kommen, sollen froh sein, dass sie dabei sein dürfen. Aber ansonsten sollen sie einfach einen Mund halten. Ja, du, also ich glaube, so aus der Erfahrung kann man jetzt sagen, Harry und Meghan lassen sich den Mund definitiv nicht verbieten, was ja manchmal auch ganz gut ist, aber die schlagen einfach extrem über die Stränge mit allem, was sie tun. Ich habe auch immer das Gefühl, die haben den Respekt vor der Königsfamilie verloren. Also die haben in meinen Augen gar keinen Respekt mehr vor dieser Tradition, vor diesem Haus und auch ehrlicherweise nicht mehr vor der Familie. Also ich würde sogar noch weiter gehen. Ich würde sagen, dass Meghan noch nie Respekt hatte vor dem britischen Königshaus, weil sie einfach gar nicht die Historie verstanden hat. Sie ist Amerikanerin, sie weiß natürlich, was das Königshaus ist, aber sie hat nie verstanden, dass es gewisse Regeln gibt in diesem Königshaus und dass Prinz Harry als Zweitgeborener von Prinz Charles und Lady Diana natürlich nie die Rolle spielen wird, die Prinz William und seine Frau, ob das jetzt eine Kate ist oder wie auch immer die heißen würde, niemals der Zweitgeborene hat denselben Status wie der Erstgeborene. Und das hat sie nie kapiert. Und sie dachte, sie kommt als Schauspielerin aus Amerika und natürlich alles wird neu und sie ist dann die Nummer eins im Königshaus. Und das ist einfach Blödsinn. Also da ist sie einfach, muss ich sagen, tut mir leid. Da muss sie sich auch vorher auch mal entweder einlesen oder sie muss sich Hilfe holen, wer ihr mal das britische Königshaus versteht. Ich meine ganz einfach, Harry hätte es ja machen können. Also Harry hätte ihr ja auch mal erklären können, wie das einfach läuft seit Hunderten oder Tausenden von Jahren in der britischen Monarchie. Aber das hat er scheinbar ja auch nicht gemacht. Stattdessen hat er ihr ja noch nicht mal gezeigt, wie man einen Hofknicks macht. Ja. Es gibt in dieser Doku doch diesen schönen Teil, wo sie erzählt, wie sie das erste Mal einen Hofknicks gemacht hat und statt einfach wirklich nur zu knicksen und den Kopf zu senken, hat sie wohl irgendwie so eine Geste gemacht, die man so aus Theaterstücken aus dem 17. Jahrhundert kennt. Ja. Fergie soll es ihr ja beigebracht haben. Ne? Kurz bevor sie die Queen treffen durfte, Meghan hat Fergie wohl zu ihr gesagt, ich zeig dir mal schnell, wie das geht. Ja, aber sie hat ja wohl angeblich noch diese Geste gemacht. Und als ich das in der Doku gesehen habe, da habe ich schon gedacht, das finde ich jetzt eigentlich, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil irgendwie was witzig. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, ich finde es auch super respektlos, weil man macht sich damit irgendwie natürlich gleichzeitig darüber lustig. Das ist ja ganz klar. Und sie hätte natürlich wissen müssen, also es gibt ja Fotos von ihr als junges Mädchen, wo sie vom Buckingham Palace sitzt. Und natürlich, es gibt ja auch Freundinnen von ihr oder frühere Freundinnen von ihr, die sagen, die hat sich diesen Prinz Harry ganz gewählt ausgesucht. Die wollte den haben. Und die wusste genau, wie die den triggern kann. Und jetzt hat sie ihn bekommen. Also jetzt so zu tun, als hätte sie keine Ahnung gehabt, dass er ein Prinz war und keine Ahnung gehabt, welche Regeln und Rollen es da in diesem Palast gibt, das ist alles Quatsch.